Tune-up-Live-Optimierung. Ja, du bist ja super geil, ne? Ich hasse das Programm. Ich muss mal gucken, wie ich das da drauf bekommen habe, weil ich habe es definitiv nicht installiert. Egal, nach dem erfolglosen Samson-Run, probieren wir uns doch noch mal an Maggie. Hatten wir es mit Maggie schon mal gespielt? Oder hatte ich das aufgenommen, habe die Aufnahmen dann aber wieder gelöscht? Keine Ahnung, sehen wir dann. Es fängt an wie bei Samson, das ist irgendwie nicht cool. Wieso? Ja, geh doch einmal kaputt, du Scheißflamme, Mann. Bevor ich da reinlaufe, sag mal. Clatony, du gibst mir doch bitte das Herz. Also ich hätte schon gern so ein paar HP-Ups mehr, da ich dann mit Satan ein bisschen dealen kann. Ja, geil. Du bist geil, ne? Du bist saugeil. Du gibst mir echt das Herz. Du bist ein klasse Typ. Danke. Ein klasse Typ ist dieser Gluttony. Gib mir einfach das Herz. Schön, eine Bombe für drei. Da sage ich nicht nein. Nicht im Ernst. Nicht euer verfickter Ernst. Ihr wollt mich verarschen. Und da unten ist jetzt ein blauer Stein, oder? Klar. Nee, Gott sei Dank nicht. Gib mir bloß nochmal eine Bombe. Ich will die drei Bomben haben. Alter, ist das beschissen. Ja, hier kommt eine Bombe dann in der Mitte raus, oder wie? Ne? So ungefähr läuft das. Ah, nee, eine Münze. Doof. Famine, du gibst mir kein HP ab. Das ist nicht cool. Wir starten mit dem Yamhat. Das Yamhat bewirkt, sie ist Baseball-Item. Das Yamhat bewirkt, dass wir uns um ein Herz heilen können. Was ich ziemlich gut trifft, denn Famine zieht uns genau ein Herz ab. Maggie hat zwar viel HP, ist dafür schwach und langsam. Mit viel HP ist halt eben gemeint, sie startet mit 4 Herzen und kann sich eben um ein Herz heilen. Was einen verdammt oft das Leben retten kann. Und jetzt wird die Sache nervig aufgrund der Fliegen. Weil hier fliegen dann 5 Kugeln in Streuphase Schrotflintenstyle rum und das ist definitiv nicht cool. So, hier hätten wir dann das Yamhat zu benutzen gewusst. Nee, für das halbe Herz nehme ich das jetzt nicht. So, wir haben jetzt wieder die doppelte Verteidigung wie bei Samson auch. Nur wir haben mehr HP. Curse of the Lost. Das heißt, die ganze Map ist etwas größer. Ich denke, das stört mich nicht so. Ich will nur ein Speed-Up haben. Sei es eine Pille oder ein Item. Du bist nervig, weil du ins Feuer gesprungen bist. Weil dann sind die ganzen Penner mal ein bisschen stärker von der Defensive her, was mich sehr ankotzt. Weil Maggie eh schon so scheiße schwach ist. Naja, Eve ist die Schwächste von der Startbilanz her. Einen Schlüssel, den könnte ich oben in der, an der Truhe verbrassen. Ja, hier wäre der blaue Stein, ne? Das heißt, ich brauche noch eine Bombe und gegebenenfalls einen weiteren Schlüssel, der hier drin sein könnte, was er nicht ist. Ganz toll. Ich hasse dieses Raumsetup. Ich meine da immer, ich könnte da oben lang, weil ich den oberen Stein hier sehe. Und dann gehe ich oben lang, dann hänge ich da fest und ach, ihr wisst, was ich meine. So, nachts bin ich immer so gesprächig. So um 0 Uhr 48. Während alle anderen schlafen, reg ich mich auf. Deswegen nehme ich jetzt noch Castlevania 3 auf. Nein, sicherlich nicht. Höchstens noch Zelda. Das wollte ich eh heute aufnehmen. Aber dazu bin ich dann leider nicht mehr gekommen. Blub, 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 blub. Oh ja, du hinterlässt mir ein Herz. Das ist immerhin was Schönes. Das ist nichts von dem, was ich wollte. Ich wollte keine Münze, ich wollte Schlüssel oder Bombe. Hallo Schlüssel, aber für dich brauche ich eine Bombe. Vielleicht ist ja in der goldenen Truhe tatsächlich Bombe und Schlüssel drin und ein paar Münzen. Auf der anderen Seite, es könnte auch ein Item drin sein. Ich brauche 2 Bomben. Schön. Oder eine Trollbombe, die da in der Mitte hochgegangen wäre. Oder ein Item im Itemraum, das mir 5 Bomben bringt.
oder Mr. Boom, das mir ausnahmsweise mal helfen könnte. Eine Bombe. Sehr schön, dann kann zumindest mal ein blauer Stein dran glauben. Nämlich der hier. Der mir nur ein blaues Herz gibt. Schade. Okay, ich brauch noch ein paar Schlüssel, also. Ich glaube, ich bereue es, wenn ich in den Itemraum reinschaue. Kann das sein? Ihr könnt mir noch einen Schlüssel geben. Keine Münze, ein Schlüssel. Hello Flies, bereue ich tatsächlich, weil ich tatsächlich nur noch eine Fliege aufnehmen kann. Hello Flies würde zwei Schutzfliegen für mich parat haben, aber das ist jetzt nicht der Fall. Weil ich ja Sacrificial Dagger und Cube of Meat schon habe, das heißt, ich habe jetzt eine Dreifachverteidigung. Guardian Angel wäre mir jetzt doch noch ein Ticken lieber, weil ich das Ganze dann schneller bewegen würde. Dann wäre zwar die Fliege weg, aber ja gut. Und dann wäre ich eigentlich schon so, da hätte ich eigentlich schon so einen kleinen undurchdringbaren Schild. Du könntest mir einen Schlüssel hinterlassen, ohne Scheiß. Hinterlass mir doch einfach mal einen. Wieso hinterlasst ihr mir alle Münzen? Ich meine, das ist doch unnötig. Wow. Ich hasse was. Ich brauche die Box, wo ein Schlüssel und eine Bombe drin ist. Aber die kriege ich beim Basement, glaube ich, gar nicht. Komme ich vor allem bei dir nicht, Freundchen. Da ist hinten so ein grüner Klops, der stört mich. Ja, dann komm du da auch mal her. Dann darfst du nämlich auch mal mein Messer knutschen. Willst du mein Messer knutschen? Ja, dann knutsche erstmal den Würfel. Wired Code Hanger, Tears Up. Sprich, ich habe jetzt gar nichts erreicht, ne? Hier lauern drei goldene Truhen rum und ich bekomme keine. Das liegt ärgerlich. Naja, was soll's. Wir müssen weiter. Es hilft nichts. Ich brauche Schlüssel und Bomben. Ich habe schon lange nicht mehr Pyro oder Skeleton Kick gesehen. Ja, Bomben, schön. Und außerdem habe ich noch einen blauen Stein zurücklassen müssen. Alles nicht so schön. Der Run könnte besser laufen. Er könnte definitiv besser laufen. Ein goldener Schlüssel hätte mich so glücklich gemacht, weil da hätte ich auch nochmal in den Shop reingeguckt, weil es hätte mich ja nichts gekostet. Einen Schlüssel haben wir. Ja, jetzt bekommen wir es hinterhergeschmissen, ne? Und am Ende vom Run haben wir dann 13 Bomben und 5000 Schlüssel oder so. Ich kenne doch das Spiel. Es mag mich. Schön. Da lasse ich mich dann auch nicht lumpen. Benutze gleich das Yamhard. Sehr schön. Gut, dann wäre dieser Raum auch schon mal abgeschlossen. Das Ganze verläuft jetzt sehr linear, weil wir keine großen Auswahlmöglichkeiten haben, wo wir hin sollen. Zack, weiter geht's. Du Bettler. Dich will ich haben. Dich will ich haben. Und ich will ordentliche Sachen von dir haben. Scheiße. Nicht dein Ernst, oder? Nicht dein Ernst. Du Penner. Ja, das sind Penner in der Tat. Egal. Egal. Vielleicht finden wir ja noch Münzen. Sehr schön. Die uns dann... Komm, ich brauche aber jetzt mal ein Speed-Up. Ghost Baby, du bist kein Speed-Up, du bist extra Damage, die da so nebenher fliegt. Na gut, wir haben Verteidigung, wir haben mehr Damage, aber das ist alles nicht so das Wahre, ne? Gut, die Map war klein. Also die ist ja fast so groß wie der Basement. Gut. Du verfickter Penner, ich will von dir noch was haben. Und zwar keine Kinder, nur weil ich Maggie heiße. Komm. Sehr schön. Sowas wollte ich haben. Komm, was ist immer nett. Lass mich da durch jetzt. Komm schon, Maggie. Komm. Ja, sehr schön. Magdalena.
Nee, Magdalena, nicht Magdalena. So, 10 Minuten, Catacombs 1, Endboss. Pestilenz, das heißt, wir bekommen extra Schaden durch einen zweiten Cube of Meat, der uns zusätzlich noch schützt. Das ist sehr angenehm. Dann hätte ich gerne einen Engelraum mit The Guardian Angel. Das wäre eigentlich so mein Wunschgedanke, den ich hegen und pflegen würde. Oder was, wo ich eben gut mit Satan dealen könnte. Eieiei, du schießt mir ein bisschen zu oft. Ja, von dem Fliegen kannst du ruhig mehr spawnen, ja, das soll mir recht sein. Du sollst aber nicht so oft schießen. Kapier das doch. Dankeschön. Ah, es gibt keinen Satanraum, mit dem wir dealen können. Also, weiter hin nach unten. Ich habe mich eben gefragt, wo die roten Tränen herkommen. Dabei ist das doch Meat Boy. Das ist jetzt scheiße. Obwohl ich so... Das Raumsetup ging doch nicht so nach hinten los, wie ich dachte. Jetzt schon. Tooth Clubs verdoppelt meine Bomben. Nehme ich auch gleich. Und da gehe ich auch gleich rein. Homing Shots, Spoonbender. Wir sind jetzt Uri Geller und schießen einfach mal Tränen, die den Gegner verfolgen. Ist ganz akzeptabel. Mit dem Raumsetup habe ich schlechte Erfahrungen. Da muss ich ehrlich sein. So, du bist tot. Ja, wir haben hier Tränen in verschiedenen Farben. Das ist schön. Piep ist natürlich nicht so schön, aber das Ghost Baby kann ja da durchschießen. Das dauert zwar extrem lange. Natürlich bewegst du dich jetzt nicht nach draußen, ne? Du Arsch. Wir sehen schön, wie die Tränen hier Piep suchen und verfolgen. Also Seek and Destroy, so auf die Art. Ein wunderschönes Lied. Seek and Destroy. Ich mache nicht viel Schaden. Das Einzige, was ich mache, ist Zusatzschaden durch Cube of Meat und Ghost Baby. Und vielleicht durch das Messer, wenn einer reinläuft. Das ist ein Speed-Up, das freut mich sehr und das hier freut mich auch sehr. Und das, was ich dafür zwei Herzen sehe, erfreut mich wirklich sehr. Das ist nämlich ein wunderschönes Damage-Up. Und für die zwei Herzen, die wir geopfert haben, bekommen wir ein... Wieso haben wir Tiers ab gerade so voll? Egal. Bekommen wir zwei blaue Herzen. Ist die Frage, wollen wir uns doch weiter umschauen? Oder wollen wir gleich weiter? Wir gehen gleich weiter. Nekropolis. In die Bücherei möchte ich gehen. Möchte ich in die Bücherei gehen? Nein, ich habe nur einen Schlüssel bis jetzt. Das heißt, der Itemraum hat für mich Vorrang. Wir haben zwei goldene Häufchen. Das ist nett. Du gefällst mir zwar weniger. Counterfeit Penny, nehme ich mit, ist nämlich besser als gar kein Trinket. Und da müssten dann Münzen drin sein. Richtig. Wenn ihr oben mal auf die Leiste geschaut habt, hat man gesehen, dass sich zumindest einmal, wie ich hingeschaut habe, der Betrag von einer Münze zu zwei verdoppelt hat. Deswegen könnte sich auch der Shop lohnen. Dann seid ihr jetzt kein Miniboss, weswegen auch Creed im Shop sein könnte, was mir weniger gefallen würde. Aber gut. Meine Range gefällt mir noch nicht so gut. Die würde ich gerne ein bisschen ändern. Oh, Mask of Infamy, Ficke. Bitte lass auch nicht... Bitte lass den Endboss nicht Mask of Infamy sein. Es würde mich so anficken. Weil drei Herzen und zwei blaue ist definitiv nichts für Mask of Infamy. Gut, ich kann mich heilen. Ja, ich habe das Yamhart, aber... Hey, das ist nur eine einmalige Heilung von einem verfickten Herzen.
dass ihr mir gerade Geld abzockt, würde mir auch nicht so gefallen. Ich hasse die Creed-Köpfe. Ich hasse Creed an sich, egal in welcher Form er auftaucht. Als Miniboss, als Endboss, den es nicht gibt, oder als Köpfe, die da so rumschweben. Nee, die Blood Rites, die will ich nicht. Die machen mehr Schaden, wenn ich mir Schaden vorhole. Ich mache mehr Schaden, wenn ich mir Schaden selbst gebe. Aber dafür habe ich mir ja den Pack geholt. Einfach um, ja, gut, 3 Schadensbalken sind auch nicht gerade so das Wahre. Wir gucken mal, was der Boss ist. Und entscheiden wir uns, ob wir weiter durchlaufen oder nicht. Es ist Mask of Infamy, das war irgendwie klar. Ich mag diese verfickte Maske nicht. Sie nervt. Sie nervt wirklich sehr. Vor allem jetzt nervt sie sehr. Klar, dreh dich einfach 5000 Mal um. Ich mag diesen Boss nicht, verfickte Scheiße. Also verpiss dich aus meinem Leben. Ich denke, danach werden wir definitiv nicht weitermachen und durch diesen Raum uns durchboxen. Beziehungsweise durch diese Map. Ich will das jetzt eigentlich so kurz wie möglich halten. Wie ihr vielleicht merkt. Vielleicht weil dieser Endboss gerade so lange dauert. Das kann sein. Wir kommen doch ganz zügig voran, muss ich sagen. Alter, ich bekomme auch immer, wenn ich aufnehme, nur die Scheiße, ne? Das passiert nur, wenn ich aufnehme. Klar. Alter, du bist so der Abfuck-Gegner, ey. Man merkt, dass du aus Castlevania kommst, du Arsch. Mhm. Weißt du was? Friss einfach mein Messer. Mann, oh Mann. Ja, fick dich, du Arsch. Weiter runter, weiter runter, weiter runter. Boah, der Itemraum ist so weit hinten. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich... Hättet ihr mir gleich die Necropolis XL geben können? Ganz ehrlich. Es gibt Items... Bei so vielen Items ist es eigentlich verdammt schwer, eine gerechte Balance zu finden, weil es sind, wie viele Items? 190? Auf jeden Fall, es ist, ich hätte gerne mal wieder die Toothpicks oder das Stigmata, das sind solche Items. Einfach mal was Gutes, ich finde in letzter Zeit nur Scheiße. Schön, dass ich zwar mal wieder den Spoonbender habe, aber das ist jetzt nicht das Item, das ich mir wünsche zu Weihnachten oder so, ja? Das ist einfach hässlich. Bomben, 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 Bomben. Da will ich nicht lang. Ja, geil. Doppelheadless Horseman nur ohne Pferd. Nur ohne Horse. Das hätte ich auch gern zu verarbeitet zu, ihr wisst schon. Quatsch. Boah, bin ich gerade am Abfacken. Ja, genau, machen wir das gleiche doch nochmal. Ist doch wunderschön alles. Mein Leben ist auch wunderschön, wisst ihr das? Wenn ich so Isaac aufnehme und dabei immer sterbe und ich einfach... Vor allem, man glaubt mir gar nicht, dass es mein Spielstand ist, so wie ich mich in diesem scheiß Let's Play anstelle. Dankeschön. Harlequin Baby. Das kommt zu spät. Das letzte Item, das ich bekomme, ist wieder ein weiteres Damage up. Nebenbei. Lass uns da mal reingucken. Lass uns da mal reingucken. Dich will ich erst gar nicht. Die springe ich nämlich gleich in die Luft. Isaac's Fork, die Gabel, die mich heilt.
Nee. Eigentlich will ich die gar nicht. Die hat so ungefähr den Charm of the Vampire-Effekt, nur seltener. Das Ganze will ich nicht. Ich will, wenn dann, nochmal ein halbes. Ich habe gesagt, wenn, dann will ich nochmal ein halbes. Vielleicht probiere ich ja mein Glück an der, ne? An dem Ding hier. An der Blutbank. Jetzt sieht das doch alles schon mal ganz nett aus hier. Was ich an mit dem, was ich so schieße. Ja, geil. Oh mein Gott. Es ist 1 Uhr. Die Musik ist noch ziemlich laut. Puberty macht gar nichts. Falls ihr euch jetzt wundert, warum da oben manchmal mehr Münzen stehen, als ich eigentlich einsammle, das Spiel kann rechnen, nur dass der Counterfeit Penny bewirkt eben, dass ich ein Geldstück vielleicht verdoppelt. So, dann springe ich dich mal in die Luft. Bastard, bekomme dafür 2 Bomben. Hier liegen 3 Herzen. Du bist eine Telepill. Ich riskiere es an der Blutbank. Und zwar so lang. Ich hätte ja erst an der Blutbank spielen können, ich Idiot, ne? Und hätte dann nochmal. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Die Herzen behalte ich mir dann als Reserve. Wenn ich mich jetzt zum Arm vorkämpfe. Und wenn ich dann keine HP mehr haben sollte. Oder nicht mehr viel. Oder genügend hole ich mir dann wieder. Du kannst sterben. Zack. Oh, ich bekomme auch jetzt Pillen her. Health down. Was? Fick dich, ey. Ich bin so kurz davor, den Run zu beenden, ne? Das Glück huldigt mir einmal und dann Health down Pille. Deswegen nehme ich nicht gern Pillen, wenn ich den Lackfoot nicht habe oder keine Lackabpille oder sonst was. Oder das PHD. Ich mag Pillen nicht. Aber ich war gerade einigermaßen okay. Pillen gehabt, der ich gesagt habe, ja, okay. Der Raum ging überraschend. Ja, toll, das Herz bringt mir jetzt auch. Ja, geil. Diese Map strotzt ja nur so von Einfallsreichtum. Wir haben Headless Horseman und Mask of Infamy als Gegner gesehen. Geil, oder? Richtig geil. Das gefällt mir doch. Da bekomme ich noch einen Orgasmus. Das ist Wahnsinn. Scheiße, ey. Wow, den bekommen wir auch nochmal zu sehen. Nice. Wow. Wow, wow, wow. So, Health Down hat bewirkt, dass wir ein Herz verlieren. Solche Pillen gibt's auch, natürlich. Es gibt zu jedem eine Scheißpille. Ja. Gerade die Antibabypille gibt's. So, dann gehen wir mal da rein. Alte Fotze. Stirb. Du stirbst, wenn ich dir das sage. Ja, zeig mir deine hässliche Hand. Nimm durch mein Messer Schaden. Komm, zeig mir nochmal deine hässliche Hand. Nimm nochmal durch mein Messer bösen Schaden. Und mach's doch bitte gleich nochmal. Okay, dann eben nicht. Dann eben nicht, Mami. Dann tu's eben nicht. Dann mach ich's eben anders. Wir bleiben trotzdem bei diesem Satan-Versuch. Ich gebe da jetzt nicht auf. Ich will euch Satan als kompletter Form zeigen. Ich komme da ja eh nicht hin. Curse of the Labyrinth. Wir haben eine XL-Karte. Und wir haben tatsächlich die Möglichkeit, in einen Boss-Challenge-Raum zu gehen. Das ist mir hier aber zu riskant. Schließlich muss ich da auf ein Herz runterfallen. Das kann ich echt probieren, wenn hier genügend Herzen rumliegen und ich das Yamhart bekomme, voll habe,
und ich die beiden Bosse durch habe, dann kann ich mir das nochmal überlegen, ob ich da keine Lust drauf hätte. Phew, das war knapp. Na toll, Doppelmonster, der eine Champion, der andere ist einfach nur lustig. Meine Homing Shots werden sich einfach da das passende Opfer raussuchen. So, du könntest dann mal, ja genau, du könntest dann mal kaputt gehen. Und du könntest dich dann ihm anschließen. Da hätte ich eigentlich nichts dagegen. Gut. Gut, ich bin gleich mal den falschen Weg gegangen, was so viel heißt wie cool. Herzlichen Glückwunsch dazu. A missing page. Das ist mir jetzt definitiv lieber, weil die Münzen brauche ich eh nicht mehr. Außer es würde eine Arcade kommen, aber das bezweifle ich, weil sie hier nicht eingezeichnet ist. Das ist eine XL-Map und bei Satan gibt es, soweit ich weiß, nicht so die beste. Was? Wo muss ich denn lang? Okay, bei Satan gibt es zwar, glaube ich, eine Arcade, aber was bringt es mir im Endeffekt? Ich habe 3 Münzen, die kann ich dort verzocken, ich kann die ganzen Sachen in die Luft sprengen. Okay, 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 wir müssen dann am Boss-Challenge-Raum vorbei. Was ich gut machen könnte, Doppel-Gemini. Mhm, genau, der doppelte Zwilling. Na gut. Hoffen wir, dass der uns keine großen Probleme macht. Eieiei. Entschuldige, wenn ich manchmal ein bisschen ruhig bin, aber es muss auch mal Konzentration bei diesem Spiel herrschen. Und zwar ganz gewaltige Konzentration. Sonst kommt echt nur Scheiße dabei raus. Du bist eine Telepill. Und dich nehme ich einfach mal mit. Bis ich was Besseres bekomme. Oder auch nicht. Wäre diese HP-Down-Pille nicht gewesen? Health-Down. Ich mag das Wort nicht. Health. Ich mag es nicht, das ist dumm auszusprechen. Ich verhaspel mich da gerne wegen dem TH im Englischen. Das ist. Manchmal rede ich so schnell oder komme mit der Wortabfolge da gar nicht klar, dass ich dann einfach das TH nicht aussprechen kann. Das ist einfach so. Wieso wolltest du dich gerade nicht bewegen, Maggie? Was für Gründe hattest du dazu? Wieder ein ganzes Herz. Hier liegen genug Kerzen rum. So ist es nicht. Und außerdem kann ich mich dann aus diesem Raum raus teleportieren mit der Telepill. Das heißt, ihr macht mir jetzt alle mal kräftig Schaden. Ich gehe da rein. Heil mich einmal. Nimm das mit. Und benutze das hier. Und komm zum Boss! Scheiße. Das war jetzt echt nicht geplant. Und wir begegnen dem Triad-Need, der stärkeren Form von Daddy's Longlegs, die aber genauso schnell down gehen müsste. Was ich doch hoffe. Jawohl, du bist down. Tears up, sehr schön. Aber bevor ich zu Mom gehe, Tour of Diamonds verdoppelt mein Geld. Was ist da hinten? Nee, da unten. Gehe ich mich nochmal heilen und versuche mein Bestes, keinen Schaden zu nehmen. Bei euch kriege ich auf jeden Fall ein blaues Herz, was ich behalten will. Bis zum bitteren Ende. Gut, gut, gut. Das lief noch einigermaßen okay. Wir gehen so rum. Ja, es ist nichts Erlebende. Ja, es ist nicht gerade der beste Weg, den ich eingeschlagen habe. Ich lande beim Boss. Alter, wie scheiße ist das? Ist das vielleicht so ein Nebeneffekt, wenn man eine Telepill im Bossraum benutzt, dass man zum Boss kommt? Das weiß ich nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, was beim Wiki dabei steht oder ob das da dabei steht.
Also Binding of Isaac hat ja ein eigenes Wiki. The Missing Page, was macht die? Ist es das mit dem Necronomicon-Effekt? Dass wenn ich getroffen werde, die Chance zum Necronomicon entsteht, sodass alles im Raum Schaden nimmt, beziehungsweise stirbt? Oder ist es das Book of Shadows, das mir dann ein Schutzschild verpasst? The Empress, ja geil, heb die Karte auf, während du im Kampf bist. Du bist ein geiles Stück Scheiße. Ich liebe dich, Maggie. Aber gut, die Empress soll mir ja helfen. Die Karte The Joker wird mir jetzt aber auch wieder gut gefallen, ne? Oh mein Gott, dieser Raum ist, glaube ich, einer der Abfuckräume. Oh mein Gott, ey, ihr schießt alle. Und ich kann nur vom Glück sagen, dass ich hier meine Abwehr habe, die das einigermaßen ein bisschen abblockt. Ungefähr so. So. Bis hierhin haben wir jetzt alles erkundet. Sehr schön, noch ein HP abbekommen. Es sieht jetzt nicht zu schlecht aus. Liegt hier noch ein halbes? Ich nehme ungern ein ganzes auf. Dumm, was liegt da unten für eine Karte? Das ist der Counterfeit Penny. Okay. Dann schauen wir doch mal, was It Lives für uns so vorbereitet hat. Und wie schnell wir die alte down kriegen. Die Stats waren auch mal besser. Wir haben auch schon mal bessere Tage gesehen. Blub, 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 blub. So, den Triachnid, den haben wir jetzt auch mal gesehen. So, It Lives. Fick dich, Mami. Ganz ehrlich. Spawns gleich, Monstro. Die Range sagt, das ist okay. Die Range sagt, das mit Monstro geht noch okay. Mach Bumm! Zack! Und sprengt gleich Larry mitten in die Luft. Was mir sehr gut gefällt. Oioioi. Ihr werdet jetzt ein bisschen nervig, ne? Ah, jetzt habe ich vergessen, eine Bombe zu legen. Egal. Egal. Ist nicht wichtig. Zweite Form, Duke of Lies und Chubb als Bosse, die spawnen. Schon wieder die Bombe vergessen. Chubb. Frisst die Bombe. Und stirb dran. Geh sterben, bitte. Oh ja, perfekt. Dritte und letzte Form, sie schießt. Sie schießt ihren Schmodder, wir treffen sie dabei, sie spawnt Gegner dabei. Ist okay. Soweit haben wir es geschafft, ohne Schaden zu nehmen. Ihr seid auch noch okay. Und wir wollen runter zu Satan. Genau jetzt wollen wir das. Jetzt lenken die Kugeln runter auf das eine Vieh. So, jetzt warten wir, bis der restliche Schmodder weg ist, bevor ich hier noch Schaden nehme. Dann benutzen wir dann bei Satan die Empress-Karte. Auf geht's runter. Ja. Ich bin sehr zuversichtlich. Wenn das mal kein Fehler ist. Schlüssel.
müsste eine goldene Truhe kommen, dass ich das Ding dann verwenden kann. Ganz toll, ganz toll. Super. Ich hasse die Viecher. Und die Weißen sind noch schlimmer. Finde ich. Nee, das Jamhard benutze ich jetzt noch nicht. Ich bin kurz vorm Boss. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Was habt ihr mit mir gemacht? Oh mein Gott, ihr seid grässliche Gegner. Gegen euch benutze ich Bomben, ganz ehrlich. Ich mag euch definitiv nicht. Oh Mann. Und ich mache keinen guten Schaden. Oh, perfekt. Hier werde ich Schaden nehmen. Hier werde ich definitiv Schaden nehmen. Das Schlimmste ist, denke ich, weg. Bleibst nur noch du. Wir sterben, dankeschön. Jamhard rein. Satan. What a horrible night to have a curse. Dann komm. Die Empress macht mich stärker. Sehr schön. Explodiere nur. Und spalte dich auf. Soweit haben wir es gerade noch so gesehen, weil dann der Game-Over-Bildschirm kam. Du Charts, das heißt, du machst gleich deinen Brimstone-Scheiß. Aber jetzt macht ihr beide euren Brimstone-Scheiß. Nein, nur noch einer. Und das mit Tombing-Shots. Ich glaube, das könnte sogar werden. Zweite Form von Satan. Verdammt. Ich habe Schaden genommen, was definitiv nicht so gut ist. Mach deinen Brimstone Laser. Scheiße. Ich darf jetzt keinen Schaden mehr nehmen. Bei seiner dritten Form werde ich definitiv Schaden nehmen, das weiß ich. Sehr schön. Dritte Form. Wir haben es gleich geschafft. Die Füße. Erst einer, dann zwei. Und er spawnt diese komischen Bombenfliegen, die mich definitiv nerven wollen. Ich schaff den. Ich bin da jetzt so zuversichtlich, dass ich den schaffe. Das glaubt ihr mir gerade gar nicht. Der ist down. Ich hab ihn. Das war The Binding of Isaac mit Satan. Genießt das Ende. Geschafft und ich denke, ich werde jetzt auch noch ein Ende reinschalten, oder? Obwohl, wir haben eins gesehen. Ich denke, das reicht. Das war Ende Nummer 10. Das Satan-Ende. Wow, wir haben einen Run geschafft. Komplett durch. Das heißt, dieser Part wird heißen Let's Win The Binding of Isaac. Sehr schön. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Auch wenn ich mal nicht so gefailt bin. Was mich inzwischen sehr freut, das macht mir Hoffnung. Wir sehen uns dann beim nächsten Run von The Binding of Isaac. Bis dahin, ciao!